Und damit willkommen zu einem Part Pokémon Ultrasonne, Ultramond, Wi-Fi Battle. Und heute haben wir einen Overused-Kampf gegen Maurice. Jo, auf meiner Seite sehen wir Mega Bisaflor, Glurak, nee. Wir haben Bisaflor, dann Mega Glurak Y. Ja, wegen der Sonne. Bisaflor hat das Chlorophyll. Und je nachdem, was in seinem Team ist, kann ich hier entscheiden, will ich Mega Glurak Y haben oder Mega Bisaflor. So, dann haben wir ein physisch-defensives Demeteros mit dem Beulenhelm. Und dann haben wir ein Tentoxe mit Abschlag, Turbodreher, Säurespeier etc. Dann haben wir Florges mit Aromakur, um Brände zu heilen, ne, Verbrennung zu heilen. Und Mimikma. So. Er hat dabei, ja, sehr viel Power natürlich. Wir sind im Overused. Und wie immer ist ein Kaporiki das dickste Problem von allem. Aus dem Grunde will ich eigentlich mit Mimikma anfangen. Nee, mit Namenloser. Wir haben die Offensivweste auf dem Namenlosen. Das bedeutet, das wird nicht so viel Schaden machen. Okay, wenn er mit Knackrack anfängt, kann ich heraus zu Demeteros. Ja, und dann die Bedroher raushauen und wir sind eh physisch defensiv, haben Beulenhelm. Können dann nachher die Tarnsteine rausbringen. Ja, also das verspricht ein sehr guter Kampf zu werden. Genau, Kaporiki wird ein großes Problem sein und Quajutsu. Okay, er fängt damit Keldeo. Das ist nicht dieses mit Mystoschwert. Kann es Psychoklinge? Ich weiß nicht genau. Okay, er hat selber einen Glurak dabei. Will ich die Tarnsteine legen oder will ich Siedewasser? Nicht Tarnsteine. Abschlagen. Nee. Ich könnte Säurespeier drücken. Und dann halt ein bisschen Siedewasser. Ich glaube, er kann mir nicht so viel machen. Säurespeier. Ja, geht. Jetzt ist er auf minus 2. Kraftreserve, was ist das? Elektro. Aber wir sind defensiv. Mit der Offensivweste. So, ich kann ganz easy auf einen weiteren Säurespeier gehen. Ich könnte Siedewassern. Hat 80 Stärke. Könnte verbrennen. Ist also speziell, ne? Aber ich würde sagen, ich mache mal einen Säurespeier. Okay. Ja, jetzt könnte ich tatsächlich mit einem Siedewasser töten. Und das könnte eventuell auch das Wahlglas haben. Also Kraftreserve Elektro. Da haben wir eine gute Chance bei Demeteros. Ja. Säurespeier macht 40. Ja. Ja, hauen wir mal ein Siedewasser rein. Er ruft zurück. Was kommt jetzt? Knackrack. Oh, da ist die Verbrennung natürlich sehr geil. Und Verbrennung kommt nicht. Ja, er kann jetzt Erdbeben drücken. Und ich kann jetzt ganz easy zu Demeteros raus. Okay, wenn er Schwertanz hat oder Tarnsteine, wäre es ein bisschen schade, aber wir werden mit Demeteros alles abfangen können. Knirscher, okay. Das ist nix. Aber die Verteidigung sinkt, das ist schade. Ja, will ich Tarnsteine legen? Ja, für das Glurak auf jeden Fall. Am besten geht er jetzt raus zu dem Ding. Das wird nicht reichen. Gehe ich mal stark von aus. Das drastische Drachendrödeln, ja, wird heftig Schaden machen, aber ich denke, dass wir in den gelben Bereich kommen, aber mehr auch nicht. Ja, 62 KP.
Ja. Jetzt könnte ich mich rauskehrt wenden. Er ist ja auf minus 1. Wir haben gesehen, Knirscher. Ja. Ich könnte noch rausgehen zu Jim Bob. Aber will ich das? Ja, wahrscheinlich werden wir einen Knirscher nicht überleben. Aus dem Grunde zu Jim Bob. Nein, muss ich überlegen. Ja, ich gehe mal raus zu Jim Bob, weil, wie gesagt, das ist auch minus 1. Und das war's dann, ja. Jetzt kommt der Knirscher. Bitte kein Death Drop. Sehr gut, 30 AP. Er könnte jetzt rausgehen zu seinem Glurak. Ich könnte ihn mega entwickeln, aber ich will es, glaube ich, nicht. Ja, ich könnte jetzt Giga saugen. Ich glaube, ich werde Gigasauger drücken. Doch, Gigasauger. Okay, jetzt will er mit Wutanfall noch heftig viel Schaden austeilen. Ja. Okay, den nächsten Wutanfall werden wir auf jeden Fall überleben. Wir könnten tatsächlich raus zu Florges. Ja, aber er hat wahrscheinlich den Gift-Hieb drauf. Ich könnte rausgehen zu Mimikma. Ja, und dann Schattenstoß drücken. Ich glaube, nee. Ich bleibe drin, drücke einmal nochmal den Gigasauger. Hier ist er gelockt, er kann nichts machen. Schön, 42 KP, er ist verwirrt, aber wir nehmen ihn jetzt raus. Jawohl. Gut, dann ist schon mal ein großer Threat draußen, das Knackrack. Die Tarnsteine liegen, also kann er nicht so leicht zu Glurak rausgehen. Ja. Wenn es ein Mega-Glurak Y ist, ist es sehr gut. Weil wir haben ja Chlorophyll drauf, ne? Wenn es ein Mega-Glurak X ist, haben wir noch, glaube ich, Kraftreserve Boden. Ne, Kraftreserve Feuer. Ist auch egal. Kyurem. Sehr gut. Ja, wie wird Kyurem gespielt? Mit dem Wahlschal, mit dem Lehmorb? Ich weiß es nicht. Man kann es physisch oder speziell spielen. Ich tendiere eher dazu, ja, Jim Bob hier sterben zu lassen. Ich habe keinen einzigen Switch in. Außer halt Mimikma. Das wird dann meine Idee sein, mit Mimikma reinzukommen und Knuddler zu drücken. Ich weiß nicht, was für ein Typ das ist. Ob speziell oder physisch. Wir outspeeden ein Kyurem. Frostvolt. Er muss sich aber aufladen, das wird ihm nichts bringen. Ist Kyurem normalerweise schneller? Ich glaube schon. Okay, dann ist das wahrscheinlich nicht voll investiert in Init und so. Ja. Glurak kommt. Kriegt Tarnsteinschaden. So, ich kann jetzt nicht zulassen, dass er jetzt einen Drachentanz aufsetzt. Aus dem Grund, ja, muss ich einfach Matschbombe drücken. Ja, Matschbombe. Es ist ein Mega Glurak X. Das heißt, es ist physisch stärker in der Verteidigung als speziell. Flammenwurf. Okay, ein spezielles Ding. Okay. Ja, jetzt brauche ich etwas, was schneller ist als so ein Ding.
Jetzt frage ich mich, bin ich... Ah, ich weiß nicht, wie viel Init ich habe. Schattenstoß? Nee. Ich glaube, mit dem Namenlosen könnte ich outspeeden. Glaube eher nicht. Gehen wir raus zu... Namenloser. Ja, wir haben Offensivweste. Ich geh mal... Ah, fuck. Jetzt habe ich keine gute Antwort auf dieses Glurak. Außer vielleicht Demeteros. Aber wir haben ja kein Init-Investment auf Demeteros. Das wäre jetzt nicht so förderlich. Und Florges. Florges hat eine gute Verteidigung. Ja, dann nehmen wir doch mal Florges. Florges hat einen riesen Angriff. Das ist sehr schön. Spezialangriff meine ich. Ja, ich kann jetzt ganz einfach ja, Mondgewalt drücken. Das müsste eigentlich ausreichen. Okay, er ruft zurück. Zu was? Quajutsu. Oh, das wäre sehr effektiv getroffen. Mondgewalt, das ist ein totes Quajutsu, weil, ja. Weil, wie viel Spezialangriff hat Florges? Irgendwas bei 130, 140 oder so. Oder war es Spezialangriff? Florges. Ich könnte das Gedankengut drücken. Ich habe die Überreste. Ich könnte mal gucken, wie viel Gedankengut das Gedankengut so auslöst. Ladungsstoß ist gut, um eine Paralyse hervorzurufen. Kommt sie auch. Okay, 154 Spezialverteidigung, 112 Spezialangriff. Aber leider keine gute Verteidigung. Also man sieht, Florges ist doch schon nicht schlecht. Wenn man es speziell spielt. Okay, jetzt kann ich einfach voll die Mondgewalt raushauen. Alles wird ganz gut getroffen. Er hat praktisch... kein Switch-In. Ja, wenn ich die Paralyse kriege, ist egal. Wir haben eine... wie viel? 25%ige Chance, paralysiert zu werden. Das nehme ich mal in Kauf. So, Donnerbiss, wir werden sehen, dass es vielleicht 30 KP macht. Ja. Und das müsste reichen. Jawohl. Ja, er kann jetzt mit seinem physischen Angreifer reinkommen und das Ding töten. Ja gut, Keldeo. Wir haben gesehen, es war speziell. Ja, was kann Keldeo tun? Es kann... ja, Surf einsetzen, ja. Das wird leider nichts. Ist zwar Step, aber... ja. Man sieht den Bulk von Florges. Gut. Was hat er noch? Er hat noch sein Kyurem. Ne, Kyurem doch nicht. Ja, Megaglurak hat er noch. Kriegt massiven Tarnsteinschaden. Ich outspeede nicht, er müsste schon physisch angreifen, um noch irgendwas auszurichten. Inferno wehren wir ab. Ja, okay. Und damit ein GG an Maurice. Ja, das war ein relativ kurzer Kampf. Aber hat doch noch Spaß gemacht. Gut, Leute. Ja, danke an Maurice, an den Kampf. Wenn ihr auch kämpfen wollt, kommentiert einfach das Video mit eurem Freundescode. Und dann finden wir schon einen passenden Termin, sage ich mal. Oder folgt mir einfach auf Twitter. Der Twitter-Link ist unten links. @architvgaming. Ja, da könnt ihr euren Freundescode auch reinschreiben. Und dann frage ich immer, wer kämpfen möchte. Und dann werden wir uns schon verabreden. Gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und... ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.